Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf der Rehbach im LS22. Duell sitzen wir noch im Lanz Bulldog in diesem Schmuckstück mit dem Palettenwagen hinten dran. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja das Mehl verkauft. Dafür gab es auf jeden Fall noch mal ein bisschen was an Geld. Und wir werden einfach mal schauen, was wir heute machen. Weil aktuell ist der Klapp. Ne, warte mal. Was ist das denn? Klapp? Doch, der Klaas ist noch auf. Dem der Wiese oben, der ist ja noch am Grasmähen, genau. Und Drescher, der noch seine Geschichte da auf Feld 5, also die Sojabohnen. Und wir müssen einfach mal schauen, was wir jetzt noch machen können. Weil aktuell gibt es nicht mehr so ganz so viel zu tun. Wir könnten vielleicht noch die Paletten Eier und sowas wegmachen, aber das würde ich dann doch eher lieber mit dem. Mit unserem Radlader machen. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch ein bisschen was reinpumpen können. Ja, ein bisschen geht noch. Sehr schön. Gut. Haben wir denn wieder ein bisschen Gülle? Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, 16.000 Liter. Könnte man wieder ein bisschen Dünger draus machen. Die brauchen halt auf jeden Fall Mischration. Mischration ist sehr wichtig. Die brauchen sie auf jeden Fall. Kriegen sie aber aktuell noch nicht, weil wir nichts haben. Beziehungsweise haben wir bestimmt noch was, aber ich habe aktuell nicht den Traktor dafür. Genau. So. Dann würde ich sagen, stellen wir den mal wieder in seine Halle rein. Dann gucken wir mal, was hier noch so ansteht. Gut, der steht hier drinnen, der ist halt noch. Ist jetzt halt auch nicht, ob ich noch irgendwo vielleicht düngen oder so muss. Gute Frage. Das ist gedüngt. Das ist gedüngt. Das ist gedüngt. Das ist auch gedüngt. Ja. Die 12 können wir dann noch ernten, genau. Und dann könnten wir eigentlich wieder neu ansehen. Ja, das könnten wir auf jeden Fall machen. So, dann würde ich mir aber mal den schnappen. Und wir gucken einfach mal ein bisschen wegen, weiß ja nicht, was jetzt aktuell so Eier kosten. Ja, 2,3, 2,9 ist Höchstwert. Lass mal noch, also wie sieht es mit Honig aus? 2,3, 2,6. Dann, warte, einen Moment kurz. So, schwuppsiwupps ist das Ganze auch online. Wir gucken mal. Honig und Eier. Eier kostet aktuell 2,4. Aber für Eier kriege ich ja 2,9, ne? Eier waren ja, genau, 2,9 Höchstpreis. Dann gucken wir noch wegen Honig. Honig, 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 Honig. Honig. 2. Aber 2000 ist ja echt mickrig. Da kriege ich ja aktuell schon mehr. Naja, gut. Mist haben wir auch ordentlich. 57.000 Liter. Mist. Schon wieder. Ja, ist jetzt halt die Frage, was ich mit dem Mist mache. Vielleicht mal streuen oder so. Das wäre vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, mal mit Mist. Das würde ich ja auch fühlen. Mit Mist mal ein bisschen düngen. Gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. So. Müssten halt auf jeden Fall mal unseren Hof ein bisschen erweitern, finde ich. Produktionstechnisch und so, dass wir vielleicht auch ein bisschen weiter verarbeiten können. Vielleicht auch mal eine exotische Produktion, das finde ich halt eigentlich auch gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall müssen wir gucken, was wir mit dem Mist machen. Weil Mist kann ich aktuell nicht zu Dünger umwandeln. Das wäre möglich, müsste ich mir aber eine neue Produktion stellen. Da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ja. Deswegen. Also aktuell habe ich da nicht so Lust drauf, mir so eine Produktion jetzt dann nochmal hinzustellen. Nur damit ich halt auch noch mit Mist Dünger machen kann. Auch wenn das natürlich ein ordentliches Business wäre. Wenn ich jetzt sage, wir nehmen den Mist und hauen den da rein.
Produktion, weil hier haben wir ja sicherlich die, nicht die, die Düngerproduktion gibt es ja einmal mit Gärreste, mit Mist, mit Gülle und mit, und hier kann man noch Flüssigdünger machen. So, und ja, da ist jetzt natürlich die Sache, das alles ein bisschen, naja, nochmal 45.000 dafür ausgeben, ich weiß ja nicht. Also ich glaube nicht, dass das so viel Sinn macht. Ach nö, nicht schon wieder. Nein. Nein. Ach Digga. Dieses dumme Spiel wirklich. Oh mein Gott, Alter. Es ist so zum Kotzen. Gut, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich das Spiel einmal neu gestartet habe und den, ja, und das Safe Game wieder zurückgesetzt. So. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Und ja, also ich habe mal geguckt, vielleicht wäre es möglich, vielleicht hier diesen Platz, den wir aktuell haben, hier noch vielleicht mittig irgendwas auszufüllen. Wäre sicherlich möglich, da irgendeine Mod vielleicht auch eine Produktion hinzumachen. Wenn ihr eine vernünftige Produktion habt, beziehungsweise eine Produktion, wo ihr denkt, ja, das kann hier auf der Map auf jeden Fall weiterhelfen, dann schreibt mir die doch auf jeden Fall gerne in die Kommentare oder joint gerne dem Discord, da werde ich auf jeden Fall, beziehungsweise wenn das Video draußen ist, sollte sicherlich eine Gruppe sein, wo ihr eure Mod-Vorschläge beziehungsweise vielleicht auch Mod-Wünsche reinschreiben könnt. Und dann werde ich mir die anschauen und dann werde ich überlegen, ob ich die mit reinmache oder nicht. Aber ich denke mal, alles was an Mods reinkommt, die cool sind, die ganz interessant sind, ich denke, die werde ich auch alle mit draufnehmen. Und ja, weil mir letztens einer auf dem Discord geschrieben hat bezüglich der Häuser, die hier bei mir ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen verbuggt sind, dass es bei ihm nicht so ist, dann kann es sein, dass es an irgendeinem Mod vielleicht liegt. Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht ausgeschlossen, dass es an keinem Mod liegt. Also mit Sicherheit wird es wahrscheinlich in gewisser Maßen dann an einem Mod liegen. Oder es ist halt nur bei mir so. Das ist natürlich jetzt dann die Frage, welcher Mod und so weiter. Ist jetzt erstmal nicht ganz so tragisch, aber ja, nur mal, dass ich es erwähnt habe, dass ich gefühlt der Einzige bin, der das Problem hat. Wenn ihr das Problem auch habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch herausgefunden, an was es lag. Ja, bin auf jeden Fall auf jeden Kommentarband. Ich werde jetzt erstmal den Honig rausmachen, weil der mich hier ein bisschen stört. Gut, bis ich den wegbringen kann, ist eh noch ein bisschen. Beziehungsweise werde ich dafür noch ein bisschen mehr ansammeln müssen. Vielleicht können wir den Honig ja auch irgendwann vielleicht für eine Produktion verwenden. Deswegen, wie gesagt, in die Kommentare damit. Ich bin gespannt, wie ein Blitzebogen. So, hier. Mal hier. Da sollte der doch bestimmt rückwärts reinpassen, oder? Nein. Oder stört jetzt die Blöde? Oh ne, guck mal, das passt. Wegen 10 cm wieder nicht. Ach, Menno. Schade. Ich dachte vielleicht, das geht. Aber na gut, dann nicht. Nicht. So, wie geht's meinen tollen Kühen hier? Die leben immer noch gefühlt auf. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich sollte mal Stroh kaufen. Ich sollte wirklich mal richtig Stroh kaufen, so eine richtige Masse. Global Market. Wir haben ja aktuell, müssten wir ja, warte mal, wo haben wir denn Stroh? 161.000 Liter Stroh haben wir, genau. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir kaufen jetzt noch ein bisschen was an Stroh. Stroh kaufen. Was kostet das? Hä? Achso. Wo ist denn hier Stroh? Stroh. 6 Millionen Liter, naja, das ist ja ein Schnapper. Können wir ja mal 250.000 Liter kaufen. Bestimmt. Immer. 150.000 Liter. Ne, nicht 100.000, sondern 150.000 Liter für das Silo 2x4. Hä? 8.856 Euro. Naja, super.
Kaufen. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 2x4. In irgendeinem 2x4 sind jetzt. Wo ist es? 50.000 Liter Stroh. In irgendeinem 2x4. Frag mich nicht in welchem. In irgendeinem. Weil man merkt wieder, dass ich. Man merkt wieder, dass der Helfer mal wieder aktiv war. Das ist ein Träumchen. Dass es mir voll in die Schaufel reingekippt hat. Gibt es irgendwas im Angebot? Ein Mulcher? Mulcher wäre wahrscheinlich auch noch nicht ganz so schlecht. Ja. Aber ich habe auch überlegt, ob wir vielleicht auch in der Ballenrichtung einfach uns noch eine Rundballenpresse kaufen. Einfach um sagen zu können, wir lassen das wickeln. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Weil ich sag's euch so, wie es ist. So eine Wickelkombi ist schon gar nicht so schlecht. Ich würde natürlich die nehmen, weil die natürlich geiler sind. Oder halt vielleicht auch auf Straw Harvest Edmonton an. Also könnte man auch machen. Nur da werde ich die nicht kaufen. Das ist ja Lebensmüde. Aber ich würde tatsächlich gerne ein bisschen. Lol, es funktioniert. Guck mal hier. So sauber ist das jetzt auch nicht, aber gut, es funktioniert zumindest. Ja, also ich sag mal so, Straw Harvest Add-on, das ist schon so eine Sache. Ich weiß auch gar nicht, ob das unter einem läuft oder. Wahrscheinlich nicht. Nö. Weil da bräuchten wir ja auch noch die Halle. Aber bei der Halle weiß ich halt auch nicht, ob ich das so wirklich haben will. Weil, guck mal hier. Du brauchst das Ding, das ist ein Pelletheizkraftwerk, dass du die Pellets irgendwie verkaufen kannst. Du brauchst diese die Pellethalle. Da ist aber noch nichts drin, glaube ich, oder? Da ist auf jeden Fall schon ein bisschen was drin, aber du brauchst sicherlich noch Zeug, was du da reinmachen kannst. Und ich meine, für 175.000 ist das natürlich auch schon eine sehr große Halle. Oh, hier. Sind die Felder gleich, die Wiesen gleich miteinander verbunden hier. Das ist ja cool. Ja, hier unten kannst du reinfahren und dann da oben weitermachen. Ich weiß auch gar nicht, ob die zusammenliegen, ob das so zwei oder ob das ein gemeinschaftliches ist. Nö. Ja, ist jetzt halt die Frage. Doch die 24 zum Beispiel noch kaufen oder die 72. Ich habe auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht so einen zweiten Hof kaufe. Oder halt auch mal ein bisschen in mehr Equipment investiere. Aber wirklich viel mehr kannst du halt auch nicht machen. So, der ist durch. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Dann können wir den Kurs hier raus löschen und dann lassen wir den direkt nochmal ausklappen, weil ich hier die Ränder nicht in Ordnung finde. Das müssen wir auf jeden Fall noch mal üben, Kollege. Das hier noch mal nacharbeiten, aber ansonsten sieht es erstmal gar nicht so schlecht aus. Würde ich sagen. Gut, das war's auch schon. Mal hoch das Ganze ausmachen, zusammenklappen. Und dann kannst du gerne. Das auch noch zusammenklappen kannst du gerne Richtung fahren. So, sehr schön. Der macht Licht an. Ziel nicht erreichbar. Der setzt hier einfach nur auf die Straße fahren. Gut. Und ich würde sagen, damit war es das erstmal mit der ersten unproduktiven Folge für heute, für den Montag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und joint gerne dem Discord und schreibt mir eure Mod-Vorstellungen bzw. Mod-Wünsche in die Kommentare. Bis dahin und rein. Tschüss und ciao.